Hey, Dina. Ja. Nimm meine Hand. Hey, dieses runde Gebäude sieht aus wie der TV-Sender. Ja. Komm. Ich weiß nicht, ob ich das alles ohne dich geschafft hätte. Na, sowas. Was zum Teufel war das? Er ist in eine Falle gelaufen. Eine was? Explosivfalle. Pass auf, wo du hintrittst. Schätze, wir müssen hier runter. Oh, Ernie? Fuck. Mir geht's gut. Oh, mein Hintern tut weh. Diese Lia. Was, wenn sie weg ist, bis wir da sind? Darüber will ich jetzt lieber nicht nachdenken. Wir sollten solche Stolperdrähte um Jackson auslegen. Vielleicht ein guter Weg, mit den Horden klarzukommen. Ja, das wäre gut. Obwohl, wahrscheinlich auch andere erwischen. Hey, da. Wer das wohl ist? Eine, die will, dass wir ihre Liebe spüren. Meinst du, sie hat was mit den Wurfs zu tun? Keine Ahnung. Das ist echt komisch. Ach du Scheiße. Die wurden alle erschossen. Hey, sieh mal. Es gehört Tommy. Die Infizierten haben sich daran ausgetobt. Ist alles okay? Ja, tut mir leid. Es ist nur der Gestank. Okay. Er muss zu Fuß weiter sein. Können wir wieder aufbrechen? Ja, alles gut. Bitte. Wieso ist diese Stadt so demoliert? In Boston war es nicht so, oder? In Boston war auch kein Bürgerkrieg. Die Fireflies haben sich nie auf diese Art gewehrt. Siehst du den TV-Sender? Ja, er ist da. Wow. Er Tote. Mehr Erschossene. Tommy ist hier auf jeden Fall langgekommen. Ich wette, er ist da durch. Stopp! Stolperdraht. Ach, shit. Gute Augen. Die sind überall. Wahrscheinlich für Infizierte.
Trotzdem. Ein falscher Schritt. Ja. Wir müssen vorsichtig sein. Schlau. Das geht. Ja, habe ich mir von Joel abgeguckt. Die haben dieses ganze Gebiet voll im Griff. Hier kommt wahrscheinlich nicht oft einer durch. Das wäre dann der Silberstreif. Mehr von dem Zeug. Ha. Huh. Da ist der TV-Sender. Shit. Bleib da unten. Die Treppe ist verdrahtet. Kannst du sie hochjagen? Nicht hier. Das ist nicht gerade unauffällig. Vielleicht kommt Lea ja zu uns. Ja, oder sie locken uns in einen Hinterhalt. Mann, ich muss da rein. Da ist er. Leise jetzt. Scheint er zu sein. Glaube ich nicht. Siehst du einen Weg rein? Noch nicht. Vielleicht können wir hochklettern. Oh, fuck. Brutal. War das Tommy? Gehen wir rein. Huh?
Sei vorsichtig. Definitiv nicht, Tommy. Wer zum Teufel war das? Ich weiß nicht. Aber es ist eine Botschaft. Ich hoffe nicht. Aber halt die Augen offen. Shit. Noch eine Leiche da oben. Das gefällt mir nicht. Wir sind ungeschützt. Wir müssen alles durchsuchen. Ich will Lia finden. Nur... Hast du das? Ja, was ist das? Das ist sie. Lia. Sicher? Ja. Das Universum war wirklich gegen sie, hm? Sie hat nichts dabei. Sechs, hier ist zwei, bitte melden. Sechs, bestätigen. Over. Dina. Hm? Das sind sie alle. Nein, warte. Das ist bei Jackson. Schau mal, wie beschissen sie lächeln. Das ist sie.
Er hat ihn umgebracht. Drei erledigt, ja? Drei erledigt. Sechs, hier ist zwei, bitte melden. Begleitet Einheit India zum TV-Sender. Wiederhole, begleitet Scheiße. Einheit India. Ja, over. Wir sollten hier weg. Sie ist tot. Wie geht's dir? Ich ärgere mich, wenn ich mit ihr reden kann. Ja. Aber sie hat Joel nichts getan. Es wäre falsch gewesen, sie zum Reden zu zwingen. Sie ist hunderte Meilen gereist, um ihn zu finden. Shit. Alter. Gott. Alle tot. Das waren verdammte Scars. Ausschwärmen. Es könnten noch Scars im Gebäude sein. Achtet aufeinander. Kommen wir hier raus. Einer muss zum Funkgerät und das melden. Sofort. Mir nach. Was hast du vor? Ich hol sie runter. Wir sichern zuerst das Gebäude. Ich lasse sie nicht da hängen. Was bringt es, sie jetzt da runter zu holen? Los! Weiter. Wir müssen da rein.
Spuren voraus. Masken. Okay. Wir müssen weiter. Ich hoffe, da geht's durch. Ich dachte, sie hätten uns. Ich weiß. Dina? Hier verschwinden. Ach, der Weg ist versperrt. Vielleicht hier durch. Hast du gehört, wie sie uns genannt haben? Scars. Ich frag mich, wer all die Wandbilder gemalt hat. Und die Wolves ausgeweidet hat. Alle in dieser Stadt sind totale Psychos. Scheiße. Hast du jemals sowas gesehen?
Bloater haben Säurespuren. Aber das klang nicht wie ein Bloater. Drüben ist noch eine Leiter. Okay. Wie kommen wir dahin? Es muss einen Weg darüber geben.